Mit der künstlichen Intelligenz in Photoshop können wir schon eine ganze Menge cooler Sachen machen. Aber wusstest du auch, dass du mit der KI in Photoshop dir so richtig geile Nebelbrushes selber erstellen kannst? Hi, mein Name ist André von Think Positive, alles rund um die Hundefotografie und heute erstellen wir mal einen richtig coolen Nebelbrush. So, ich habe mich mal nach hier unten links verkrümelt, dann siehst du nämlich mehr von Photoshop. Pinsel in Photoshop zu erstellen, das ist einfach eigentlich relativ simpel. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier so einen schwarzen Standardpinsel nehmen und hier so ein bisschen drin rummalen und jetzt einfach sagen Steuerung A und dann bearbeiten als Pinselvorgabe festlegen und da jetzt einfach mal sagen Test, dann haben wir einen Pinsel, der genau das widerspiegelt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Hintergrundebene einmal lösche, so, und wieder umwandle, dass die weiß ist und dann mit dem uns gerade erstellten Pinsel, wenn ich jetzt mal kleiner mache, hier rummale, dann habe ich das halt so. Ne? Und das Ganze kann ich dann in den Pinseleinstellungen, kann ich dann noch eine ganze Menge andere Sachen eingeben, also Größenjitter, Winkeljitter, dann dreht sich das ganze Ding. Und so kann man ganz witzige Sachen mit den Pinselspitzen in Photoshop machen. Und wir machen jetzt Folgendes, dass wir das jetzt einfach nochmal mit der KI kombinieren. Und zwar wähle ich jetzt hier alles aus auf meiner Hintergrundebene, Hintergrundinsel wollte ich gerade sagen, klicke auf generative Füllung. Wenn du dieses Feld hier übrigens nicht siehst, diese Eingabemaske, dann gehe hier unter Fenster ganz unten kontextbezogene Taskleiste. So nennt sich dieses Ding, auch ein sehr eingänglicher Name. So, und da geben wir jetzt einfach mal rein Cloud. Ups, man sollte auch reinklicken. Cloud. Kannst du natürlich auch Wolke reinschreiben. Inzwischen kann die KI von Photoshop auch Deutsch. Das war zu Beginn in der Beta-Version gerade, war das noch nicht so der Fall. Da musstest du immer noch Englisch reinschreiben. Deswegen hat sich das bei mir irgendwie so, ja, eingetrichtert. So, Ziel ist jetzt, ich möchte ganz gerne eine freistehende Wolke bekommen. Das liefert mir Photoshop jetzt beim ersten Mal noch nicht. Also klicke ich nochmal generieren. Das kann unter Umständen ein paar Mal sein, dass man das ein paar Mal klicken muss, wenn man schon weiß, was man wirklich will. Na, also, ja, ist immer noch keine einzelne Wolke. Ich klicke nochmal. Wir haben sie immer noch nicht, also klicke ich nochmal. Okay, ja, hier habe ich eine einzelne, aber das ist noch nicht das, was ich möchte. Dann gebe ich jetzt vielleicht einfach mal ein Lonely Cloud. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich möchte eine einzelne, einsame Wolke quasi. Ja, die ist doch cool, die nehmen wir jetzt. So. Für die habe ich mich entschieden, gehe ich jetzt einfach bei und sage Ebene rastern. Und was wir jetzt brauchen, ist ein Schwarz-Weiß-Bild davon. Deswegen gehe ich jetzt hier mal in Bild, Korrekturen, Schwarz-Weiß. Und dann kann ich jetzt hier schon mal beigehen und das Blau reduzieren. So, und genau, so passt das, so sieht das schon ganz cool aus. Dann bestätige ich das Ganze und gehe jetzt hier nochmal mit einem ganz normalen schwarzen, ja, so mittelharten Pinsel einmal bei. Und bereinige hier quasi die Ecken, weil der soll schon freistehend sein, der Pinsel. Ne? So, hier oben auch ein bisschen was weg. So, und jetzt brauche ich nur noch, sagen einmal, Steuerung I, umwandeln quasi das Ganze. Und jetzt möchte ich ganz gerne, dass der noch ein bisschen kontrastreicher ist. Also gehe ich nochmal einmal in die Korrekturen rein, in die Tonwertkorrektur, nehme hier diesen schwarzen Pinsel, also hier ist Schwarz, Grautöne und Weiß. Wenn ich jetzt hier weiß nehme, dann kann ich wirklich sagen, hier nochmal überprüfen, dass das auch wirklich alles weiß ist. Und wenn ich hier mit dem schwarzen Pinsel hier in so einen Grauton reinklicke, dann siehst du gleich, dass das halt wesentlich schwärzer wird. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, deswegen dann mache ich das einfach mal mit den Reglern hier. So lange, bis hier dieser komische schwarze Punkt kommt, den möchte ich nämlich ungern haben. So, jetzt kann man hier noch ein bisschen was wegnehmen oder reinnehmen. So passt das schon ganz gut. Und jetzt drücke ich einfach Steuerung A. Ne, habe alles ausgewählt und gehe dann unter Bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen. Dann zeigt er mir das hier an und dann sage ich hier einfach mal Wolkenpinsel 01. So, bestätige das Ganze und dann siehst du hier schon in der Voransicht, dass du hier deinen Pinsel hast. Und jetzt ist es aber immer noch so, wenn wir uns jetzt die Ebene mal löschen hier und legen uns eine neue Ebene an, und drücken mal die Taste D, um hier wieder schwarz und weiß zu bekommen. Und wenn wir uns den jetzt ein bisschen kleiner machen, den Pinsel, so sage ich mal, und dann jetzt hier malen, dann siehst du, das sieht noch nicht aus wie Nebel, sondern ich habe jetzt hier eine einzelne Wolke, aber das ist noch kein Nebel.
So, wenn ich das jetzt rückgängig mache, dann habe ich ja aber hier meine Einstellung für die Pinsel. Und da kann ich jetzt beigehen und kann sagen, so, ich möchte einmal den Größenjitter, kann ich mal auf 100% knallen, den Winkeljitter, das heißt, dass ich bei jedem Berühren der Oberfläche quasi, also der meiner Arbeitsfläche, der Winkel ändert. Kann man mal ruhig auf 100% machen. Rundheit können wir noch ein bisschen mitarbeiten. Und dann vor allem die Streuung wird auch interessant. Ne? Also das Ganze noch ein bisschen auseinanderziehen. Anzahl, ja, und vielleicht den Jitter noch ein bisschen hochziehen. Könnte funktionieren. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig ist, ist noch der Transfer, gerade bei Nebel, damit es halt nicht alles gleichmäßig deckend ist. Das heißt, hier unten siehst du schon, du kriegst mal eine recht gute Voransicht von dem Pinsel, wie er aussehen würde, ne? Oder aussieht. Und wenn wir jetzt hier mitmalen, dann siehst du schon, das sieht doch schon ganz anders aus, ne? So, und jetzt habe ich hier ein Bild von Herrn Gandalf, wo er so richtig schön heult. Also er hat natürlich nicht geheult, er hat gegähnt. Und wenn ich mir da jetzt eine neue Ebene anlege und dann nicht mit Schwarz drauf male, sondern mit Weiß und hier jetzt einfach den Pinsel ein bisschen größer mache, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Noch nicht so, wie ich es haben möchte. Wenn ich jetzt die Deckkraft ein bisschen runterziehe und die Fläche, und wenn wir dann beigehen und der ganzen Ebene jetzt noch mit dem Filter Gaußschen Weichzeichner hier nochmal ein bisschen weichzeichnen, das Ganze, dann kriegt das Ganze doch ein bisschen Dynamik hier und sieht doch schon aus wie Nebel. So, und damit kann ich arbeiten. So, und jetzt kann man das Ganze dann noch vielleicht nochmal eine zweite Ebene drüber legen und da nochmal mit ein bisschen weniger Fluss und Deckkraft arbeiten und vielleicht den ganzen noch ein bisschen größer ziehen, den Pinsel, und dann vielleicht noch ein, zwei Mal reinklicken, und dann gibt das Ganze noch mal so ein bisschen Ebene, ne? Also ein bisschen Tiefe rein, weil du etwas schärfer und etwas unschärfer hast. Das funktioniert ganz gut und sieht auch ziemlich cool aus. Und jetzt können wir die beiden noch mal gruppieren und einfach ein bisschen nach unten ziehen, damit sie nicht ganz so Gandalf da vor der Schnute hängen. So, und was dem Ganzen jetzt noch fehlt, weil Dienstag ist ja Halloween, daher steht ja Halloween quasi vor der Tür, machen wir nochmal eine neue Datei und geben dem Ganzen nochmal 2048 mal 2048 Pixel und lassen uns jetzt einfach nochmal einen Mond generieren. So, Moon. So, und ich glaube, da gehen wir... Ich glaube, wir gehen mit dem Mond hier. Ja, genau, wir gehen mit dem Mond. So, dann den nehmen wir. Sagen auch wieder Ebene Raster. Und den möchte ich jetzt auch ganz gerne im Schwarz-Weiß-Modus haben. Und gehen da jetzt auch mit den Blautönen schön runter, damit das schön dunkel wird. Und markieren uns jetzt einfach hier den Bereich. Steuerung C. Gehen auf Gandalfs Bild. Steuerung V. Jawohl, einmal alles bestätigen einfach, transformieren und skalieren uns den noch schön. Ja, der ist jetzt natürlich nicht so, also ein bisschen pixelig, aber das stört mich nicht weiter, weil wir gehen jetzt vor allen Dingen in den Bereich hier rein mit negativ multiplizieren, legen uns dann eine Ebenenmaske an und malen den quasi mit einem normalen Pinsel jetzt natürlich, nicht mit unserem Wolkenpinsel, einfach dann mit einer schwarzen Maske maskieren wir uns den über Gandalf und hier an der Seite so ein bisschen raus. Kann ruhig so ein bisschen Halo-Effekt drumherum haben, aber ich möchte diese scharfen Kanten nicht. Dann gebe ich dem Ganzen jetzt nochmal eine Gradationskurve. Und hier mit diesem Symbol, wenn ich das hier klicke, dann wirkt sich das alles jetzt nur auf den Mond aus, ne? Das heißt, wenn ich den jetzt hier nochmal hochziehe, dann wird nur der Mond heller und nicht der Rest des Bildes. Und dann können wir jetzt dem Mond einfach auch nochmal einen Weichzeichnungsfilter verpassen. Ganz coole Sache, das ist jetzt eine gerasterte Ebene. Wenn du jetzt einmal noch reinklickst auf die Ebene und sagst, ich möchte ganz gerne, dass das ein Smart-Objekt ist, diese Ebene, dann kannst du den Filter hinterher auch nochmal verändern. Ne? Wenn wir jetzt einen Gaußschen Weichzeichner drüber legen und ziehen ihn jetzt mal so hin und du sagst hinterher, stellst du fest, ist mir doch ein bisschen zu weich, dann kannst du jederzeit nochmal reinklicken und kannst das nochmal ändern. Hm? Ist immer eine ganz feine Sache, schluckt ein bisschen Datenspeicher, aber ist ja jetzt nicht weiter wild. So,
Jetzt ist mir die Wolke da unten auch ein bisschen zu kräftig. Die zweite vor allen Dingen, die wir da reingelegt haben. Jo, das geht schon so. So, da ist also so ein bisschen Try and Error halt, ne? Und was dem Ganzen jetzt natürlich noch fehlt, sind Fledermäuse. Und da habe ich gleich nochmal einen kleinen Trick für dich. Und zwar habe ich bei Google jetzt einfach nach Fledermaus gesucht. Und Obacht, wir können nicht einfach jedes Fledermausbild nehmen, weil wenn das zum Beispiel bei Getty ist, dann wird das hier auch jetzt angezeigt. Aber das dürfen wir nicht einfach kopieren. Da gibt es aber bei der Bildersuche bei Google einen Suchfilter. Und wenn du den aktivierst, dann kannst du hier unter Nutzungsrechte auswählen. Und da können wir die Creative Commons Lizenz nehmen. Weil Creative Commons ist nämlich, die eigenen Werke, seien es Texte, Bilder oder Musik, können auch unter einer sogenannten Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden. Damit geben UrheberInnen anderen Menschen die Möglichkeit, die eigenen Werke unter bestimmten Bedingungen weiterzuverwenden, ohne ausdrücklich um Erlaubnis fragen zu müssen. Ja, das heißt also, die kannst du jetzt zumindest für deinen privaten Gebrauch und für deine privaten Bilder halt wunderbar nutzen. Und dann nehmen wir doch zum Beispiel diese Fledermaus hier und sagen einfach mal Bild kopieren, Photoshop einfügen, zack, und können jetzt schon einfach die einmal nach ganz oben packen und markieren uns die Ebene und sagen dann einfach Motiv auswählen und können dann die Auswahl einmal umkehren, löschen sagen, und dann haben wir jetzt quasi nur die Fledermaus. Und wenn wir jetzt die Ebene wieder umkehren, dass wir nur diese Auswahl haben, und dann einmal mit einem schwarzen Pinsel da drüber malen, dann haben wir jetzt auch quasi nur noch die Silhouette. Weil im Endeffekt brauche ich ja nur die Silhouette, die hier vor dem Mond hin und her fliegt. Mehr brauche ich ja gar nicht. Jetzt kann ich die noch ein bisschen skalieren. So. Kann der auch noch mal einen gaußschen Weichzeichner verpassen, weil sie ja weiter im Hintergrund ist. So. So sieht das schon ganz cool aus, finde ich. Dann vielleicht noch so ein bisschen die Deckkraft. Jawohl, genau. Und eine Fledermaus kommt ja selten allein. Duplizieren wir jetzt nochmal. Machen sie ein bisschen größer. Drehen sie. Und einmal horizontal spiegeln. So, vielleicht noch ein bisschen größer. Genau. So, da könntest du jetzt natürlich eigentlich auch noch die zweite Maus nehmen. Ne? Die zweite Fledermaus, die da war. Da war ja noch eine, die nochmal ein bisschen anders geflogen ist. Aber ich bin damit jetzt schon ganz zufrieden. So, und somit haben wir mit so ein paar KI-Tools doch ganz cool aus so einem Standard-Schwarz-Weiß, also nicht Schwarz-Weiß-Porträt, aus so einem Standard-Studio-Porträt relativ schnell ein cooles Halloween-Bild gezaubert. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video schon wieder. Bis dahin, so long, dein André. Ciao, ciao.